Sie lieben die Auswanderer. Sie haben sie geliebt. Wallahi, einer hat oder manchen von ihnen haben ihr ganzes Besitztum durch zwei geteilt. Er gibt dem Muhajiri und er lässt sich sein 50%. Weil der Muhajir gerade von Mekka gekommen ist, mittellos, gar nichts. Er gibt ihm die Hälfte. Und eine Sache, die ist in der Geschichte, was nie davon was gehört wurde, dass einer mehreren Frauen hatte, drei oder vier Frauen, er sagt ihm hier, ich verheirate dir, ich werde eine von meinen Frauen scheiden und ich verheirate dir diese Frau und du sollst wählen. Dann sagt Abdurrahman ibn Auf, sie waren zwar lieb und die anderen waren nicht, die anderen, die wie heißen die? Sie profitieren. Er war auch mit seiner Ehre. Er sagt ihm, Bruder, möge Allah dir deine Frauen segnen und möge Allah dir dein Geld segnen. Zeige mir nur, wo der Markt ist. War ein Mann. Er war ein Mann. Zeig mir nur, wo der Markt ist. Er sagt ihm, da ist der Markt. Dann ging er arbeiten. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Am Abend kam er zurück zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt ihm, ich? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, ma, was ist los mit dir? Er kam mit Parfüm und schöner Kleidung. Er sagt ihm, ja, Rasulallah, ich habe heute gearbeitet. Und guck mal, ich habe gearbeitet, bis ich ein Dattelkerngewicht von Gold erreicht habe. Und ich habe auch geheiratet, eine Frau von Medina. Taff, taff, schnell. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Barakallahu lak, möge Allah dir das segnen. Und was hast du ihr gegeben? Er sagt, ich habe ihr diesen Dattelkerngewicht von Gold geschenkt. Er sagt ihm dann, Aulim, walau bishat, yalla, mach uns ein Feier, walima, auch wenn du ein Schaf schlachtest. Das ist das Mindeste. Ansonsten eine Kuh schlachten. Oder mehrere Hammeln. Das ist das. In Walima muss man extra und mehr geben. Das ist eine Art der Dank zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt ihm, auch wenn es nur ein Schaf, das ist wenig. Walau bishat. Auch wenn es nur ein Schaf ist, dann schlachte. Ja? Deswegen sie waren bereit, die Hälfte ihr Besitztum zu geben. Sogar, dass er ihn verheiratet. Nur damit er, ja, eine Familie hat und so. Aber die Sahaba waren auch so mit ihrer Ehre. Er sagte ihm, nein, lass das bei dir, zeige mir nur den Markt. Und sie haben einander geliebt und sehr. Und hier kommen wir über die Stellung der Liebe für Allah und um Allahs Willen. Nicht wegen Geld, nicht wegen Position, nicht wegen Reichtum, nicht wegen, weil du ein, weiß ich nicht, ein mächtiger Mensch oder ein Präsident oder so. Nein, ich liebe dich um Allahs Willen. Und was ist Allahs Willen? Weil du Dinge besitzt, die Allah liebt. Ich liebe dich wegen deiner Rechtschaffenheit. Ich liebe dich, weil du ein Betender bist. Ich liebe dich, weil du ein Fastender bist. Ich liebe dich, weil du ein Koranlesender bist. Weil du eine solche Sitzung oft besuchst. Das ist eine schöne Taten. Du bist bekannt in den Moscheen, du bist unter den Gläubigen. Ein bekannter Mann, der immer Moscheen besucht. Ah, der, gut, er betet immer. Deswegen liebe ich dich. Und ich mag bei dir nicht. Ich mag bei dir nicht, dass du manchmal betrügst. Ich mag und hasse das bei dir nicht. Ich hasse das sehr, dass du manchmal lügst. Gleichzeitig, alles ist um Allahs Willen. Es geht nur um Allahs Willen. Hier sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thalasun. من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Drei Dinge. Wenn sie bei dir ist, wenn sie bei dir, wenn du die besitzt, du erreichst die Süße des Glaubens. Leute, der Glaube hat Süße, hat einen Geschmack. Wallahi, und dieses Geschmack ist viel süßer als Honig. Das ist diese Glückseligkeit. Aber diese drei Dinge musst du haben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, drei Dinge, wenn du sie besitzt, du erreichst die Süße von Iman. Was ist das? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Dass Allah und sein Gesandter für dich die geliebtesten sind. Keiner ist lieber als Allah und Gesandter. Alles ist unter Allah und Gesandten Allahs. Alles klar? Die Liebe zu Allah und die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unschlagbar. Ist oben. Und später kommt dann deine Eltern und alles und Kinder und Frau und alles Mögliche. Aber die Liebe für Allah und Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist lieber für dich als dich selbst sogar. Du bist gar nicht
für die Liebe zu Allah und zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist die erste Sache. Wenn du das hast, dann hast du ein Drittel. Ja, dann bist du näher zu dem, zu der Süße des Glaubens. Und zweitens, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Und dass man seinen Bruder liebt, aber nur um Allahs Willen liebt. Zweitens, hast du die erreicht? MashaAllah, zwei Drittel. Du bist nahe zu der Süße des Glaubens. Und drittens, أَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ أَوْ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْدَفَ فِي النَّارِ. Das sind für die Brüder, die in Jahiliya waren. Das sind die Brüder, die in Jahiliya waren. Hört mal, letzte Drittel könnt ihr besitzen. Dass du das hast, wieder zu deiner schmutzigen Zeit zurückzukehren, genauso wie du das hast, ins Feuer geworfen zu werden. Mhm. Ist dein Hass zu deiner damaligen schmutzigen Zeit so wie der Abscheu, dass du ins Feuer geworfen wirst? Stell dir mal vor, du wirst jetzt ins Feuer geworfen. Wird dir das gefallen? Wird dir sowas gefallen? Das ist eine schlimme Sache. So musst du deine schlimme Zeit sehen. Deswegen, liebe Brüder, versucht mal, wenn es eine schlimme Zeit ist, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten, aber in schlechten Zeiten, dass man nicht damit begeistert spricht. Ach, ich habe mit vielen Frauen und so. Ach, ich habe so viel getrunken. Ach, ich war jeden Samstag in Diskothek und man sagt das mit Begeisterung. Das ist kein Zeichen, dass du das hast. Aber wenn man sagt, möge Allah Ta'ala mir das vergeben. Ich war so und so und so. Mit, dass man das erzählt, damit für die anderen das als Nutzen und als Lehre ist kein Problem. Aber nicht mit Begeisterung, nicht mit Liebe. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt drei Dinge. Wallahi, wenn du sie hast, Allah schenkt dir die Süße des Glaubens in deinem Herzen. Er und der Gesandten Allahs, die sind die Geliebtesten in deinem Herzen. Zweitens, liebe deinen Bruder für Allah, um Allahs Willen, nicht wegen seinem Geld, nicht, für Allah. Und drittens, hasse und verabscheue deine schlimme Zeit, dein Kufr-Zeit, genauso wie du das hast, im Feuer geworfen zu werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle diese Süße des Glaubens schenken. Nächster Hadith. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, qal, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih, يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال أو ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حديث بي بخاري ومسلم in fast allen Sunnenbüchern. Wunderschön Hadith. Sieben Arten von den Menschen werden am Tag der Auferstehung unter dem Schatten des Thrones von Allah subhanahu wa ta'ala. Unter dem Schatten. In einer Zeit, wo es eine starke Hitze gibt. Wo die Sonne ein Meil von unseren Köpfen entfernt wird. Manche Leute erreicht ihr Schweiß ihre Kniebereich. Sie sind in ihrem Kniebereich im Schweiß. Und manche Leute schwimmen in ihrem Schweiß. Und manche Leute, der Schweiß, der kommt über ihren Köpfe. Und bleiben sie so in der Strafe. Und sag mir nicht, wie. Alles ist flach und wir nebeneinander. Wie kann es geschehen? Hey, du sprichst hier nicht mit einem Programmeur, einem Programmierer oder einem Hersteller von Mercedes oder von... Du sprichst hier über Allah. Wir können alle in demselben Bereich sein und du schwimmst und ich... Und der andere, er sitzt normal. Das ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Das sind seine Maßstäbe. Aber sieben Leute, sie werden unter seinen Schatten sein. Nummer eins, sieben Leute. Sieben Arten, Leute. Das sind ja letztendlich Menschen. Sieben Arten von Menschen. Sie werden unter den Schatten Allahs sein. Und sein Schatten ist Barmherzigkeit. Ist Duft von Paradies. Du bist nahe zu Allah Ta'ala, unter dem Thron Allahs, in einer Art und Weise, die wir nicht kennen. Aber
Nummer eins, Imamun Adil, ein Führer, der gerecht ist. Er tut den Menschen nicht Unrecht. Gerechte Führer, was wir Leute heutzutage nicht haben, leider. Washabun nasha'a fi ibadatillah, für euch, für uns alle, ein Jugendlicher, der in dem Weg Allahs aufgewachsen ist, aufwächst. Nutzt dieses Angebot. Wenn du heute hörst, Mediamarkt macht beste Laptop, was eigentlich 2000 Euro kostet, nur 200 Euro. Nur 20 Euro, komm. Dann wirst du sehen, wie die Leute hingehen und wie sie einander schlagen, nur damit sie. Das ist ein Angebot. Ein Jugendlicher, der seine Jugend in dem Weg Allahs verbringt. Er wird unter den Leuten sein, unter den sieben Leuten. Drittens, رجل قلبه معلق بالمسجد. Ein Mann oder eine Frau, dessen Herzen verbunden